Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cineman Will aus Liebe zum Film. Ja, im heutigen Video geht es um das Mediabook von Hereditary, das ich mir beim Müller für 17,99 gekauft habe. Da gab es ja auch ein Steelbook, aber das fand ich mega hässlich. Über den Film hört man eigentlich nur Gutes. Leider habe ich es nicht mehr geschafft, den im Horror Oktober anzugucken. Das wollte ich jetzt unbedingt nachholen und ich habe dann die Emery gesehen für 15 Euro, nebendran das Mediabook für 17,99. Da dachte ich mir, ich schlage doch beim Mediabook zu. Das Ganze ist, wie wir nachher gleich feststellen können, etwas dünner als normale Mediabooks, aber okay, wie gesagt, das Steelbook, ich bin zwar ein Steelbook-Liebhaber, aber das Steelbook ist ein absolutes No-Go und daher jetzt eben dieses Mediabook, welches sich hoffentlich hier ganz normal lösen lässt. Ja, schaut doch schon mal gut aus. Wir haben hier die J-Card, wie wir sehen können, mit dem Logo FSK 16 und hier hinten haben wir dann ein paar Szenenbilder. Ah, schaut schon ganz schön knackig aus. Dann hier, was alles enthalten ist. 20-seitiges Booklet, Dokumentation, nicht verwendete Szenen, Trailer. Ja, sehr viele Lobeshymnen überall in den Reviews über den Film. Muss ich noch gucken und mal schauen, ob ich dazu extra eine Review verfassen werde. Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, ob euch da meine Meinung auch noch interessiert oder ob ihr sagt, nö, wir haben schon genug gehört. Tja, genug gesehen haben wir noch nicht und zwar von diesem Mediabook und ich muss sagen, hier, das gefällt mir wahnsinnig gut, ist super fotografiert im Dunkeln mit diesem warmen Licht. Ich nehme das Ganze mal ein bisschen näher an die Kamera hier ran. So, dann warten wir, bis er scharf schaltet. Ist natürlich etwas tricky. Und wie man hier im Licht der Softbox sehen kann, wenn man das Ganze wendet, hat das Ganze eine Lederoptik. Also das gefällt mir schon mal wahnsinnig gut. Hier unten der Titel. Sehr schön gemacht. Hier haben wir dann halt andersrum den Spine. Ja, Blu-ray und DVD. Splendid Logo und jetzt drehen wir das Ganze um und hier haben wir dann noch so ein kleines Logo mit drauf. Mit diesem warmen Licht passt natürlich gut zum Frontcover. Ist jetzt ein bisschen schlicht gehalten, muss man natürlich ganz klar sagen, aber eigentlich schon ganz stimmiges Mediabook. So, dann schlagen wir mal hier auf. Hier haben wir wieder Werbung. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Film im Portfolio ist. Okay. Das war's dann mit der Werbung. Wir gucken uns jetzt mal hier diese Disc an. Die, ich weiß nicht, das ist immer so reingepresst. Das ist unfassbar. Geht's nur mir so oder geht's euch da auch so? Also ich muss mir da immer anfangs ein bisschen behelfen. Okay, hier haben wir ein schönes Motiv unten drunter. Eigentlich dasselbe wie jetzt hier auch auf der Disc. Ja, wenn wir das so vergleichen. Okay. Man sieht, wie scharf das ist. Man sieht alle Poren. Ach, da klebt noch was. So, man sieht hier richtig alle Poren. Also echt heftig. Okay, dann haben wir hier das Booklet. Hochglanz. Und ja, hier die Inhaltsangaben. Ja, ist doch nicht schlecht. Hier gibt es viel Text. Ein paar Bilder. Okay, ich habe jetzt hier wesentlich weniger erwartet, nachdem das Mediabook jetzt etwas dünner ausfällt als die normalen Mediabooks. Aber guckt euch das an. Also hier wird doch einiges geboten. Super, gefällt mir echt mega. Bin froh, dass ich mich jetzt für das Mediabook entschieden habe und bedanke mich bei allen anderen, die das Steelbook vorgestellt haben, denn dadurch konnte ich mir das ersparen. Ja, hier haben wir dann das Artwork, das sich unterhalb der DVD befand. Ja,
Sieht doch eigentlich auch ganz nett aus. So, also jetzt könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt. Das Steelbook oder das Mediabook. Und vor allem, falls ihr den Film schon gesehen habt, ja, wie ihr euch der gefallen hat und ob ihr da noch eine Review von mir wollt. Jetzt sehe ich gerade hier, dass das, wenn die Disc richtig drin liegt, hier voll ineinander übergeht. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier hinten genau, guckt euch das an, Leute. Das ist mal super gemacht. Also, wie gesagt, echt mega, gefällt mir wahnsinnig gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Servus.